Die Weihnachtszeit ist bekanntlich ja die schönste Zeit des Jahres. Was vermissen Sie denn am meisten heuer? Ja, das Nachtleben, um ehrlich zu sein. Ja. Aber das ist jetzt nicht, hat mit der Weihnachtszeit nichts zu tun, sondern generell, dass die ganzen Clubs geschlossen haben, die Musik, der Tanz, das gesellige Beisammensein, das geht natürlich allen ab und so auch mir. Die Menschen um mich herum. Also es geht gar nicht so ums Shoppen und um die Weihnachtsmärkte, sondern eigentlich, dass man mit Freunden zu vier, zu fünf, zu dritt zusammensitzen kann und einfach eine Kerze anmachen kann, zusammen sein kann. Die Menschen. Das ist schade, aber was kann man machen? Wir müssen uns alle schützen. Also. Ja, ist schwer mit den ganzen Restrictions und mit den ganzen Lockdowns. Wird es schwierig sein, aber ich glaube, man sollte daraus das Beste machen können, weil so ist es leider. Man kann nichts viel dagegen tun im Moment, aber man soll halt auf was Besseres hoffen, weil ich glaube, die Restrictions, die Lockdowns, die werden noch dauern. Die Regierung hat gesagt bis 6. Dezember, aber ich glaube, die werden verlängert. In Deutschland sind sie verlängert worden. Ich glaube, viel wird es nicht sein, Weihnachten, Silvester. Jetzt im Lockdown ist es natürlich auch relativ schwierig, da die ganzen Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Weichen Sie da auf die Online-Shopping-Plattformen aus oder warten Sie und hoffen, dass dann schlussendlich am 7. Dezember alles wieder offen hat? Ich warte noch ab eigentlich, bin mir aber nicht sicher, ob es dann sinnvoll ist, wenn wir dann alle in den letzten zwei Wochen vor Weihnachten alle shoppen gehen. Ich warte, wie gesagt, noch ab und hoffe, dass ich irgendwann einmal einen Slot finde, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Ich glaube, man soll lieber in der Zeit sparen und weniger Geld ausgeben, weil, wie man sieht, hohe Arbeitslosigkeit, keine Jobs und so weiter, deswegen keine Geschenke dieses Jahr. Ganz wenig bis jetzt gekauft und ich hoffe, dass ich nochmal die Chance haben werde, aber wenn nicht, dann muss ich dann eben alles online kaufen. Also für uns ist es auch schwierig, weil ich komme aus den Vereinigten Staaten, unsere Kinder sind dort und ich muss alles irgendwie schicken lassen oder es ist ein bisschen alles komplizierter bei Geschenken. Ja, das täuscht, aber das sind einfach Sachen, die wir einfach online, Bestellungen, die wir halt abgeholt haben auf dem Weg. So kann man sich bewegen ein Stück. Vermissen Sie das Shoppen? Absolut. Ja, vor Weihnachten ganz besonders. Vor allem die Atmosphäre, die man einnimmt für die Weihnachtszeit mit den Lichtern und so. Und deshalb gehen wir immer raus, auch wenn wir nicht shoppen können. Letzte Frage. Viele Leute stellen sich ja auch für einen Punsch an. Hast du heuer schon einen Punsch getrunken? Habe ich ja, da hinten. Habe ich ja. Wie war er? Ja, nicht schlecht. Also es lohnt sich. Ja, lohnt sich, ja, das lohnt sich, ja. Genauso gut wie immer eigentlich, ja. Sehr gut. Also da lohnt es sich, sich anzustellen, auch wenn man da ein paar Minuten Wartezeit in Anspruch nehmen muss. Ja, das waren nur ein paar Minuten, das ist ganz okay. In Zeiten wie diesen ist so ein Punsch am späteren Nachmittag auch nicht so schlecht, weil die Zeit drückt doch ein bisschen auf das Gemüt. Der zweite harte Lockdown, der gilt ja seit 17. November bis zum 6. Dezember, gilt er auf einmal vorerst. Danach möchte man schauen, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Wie ist denn Ihr Eindruck von diesem zweiten harten Lockdown im Vergleich zum ersten? Naja, ich glaube, wir haben uns dran gewöhnt und gehen alle etwas besser mit um. Es ist trotzdem ärgerlich, dass wir ihn nicht besser haben verhindern können, weil dass er kommt, wussten wir. Und wir haben eigentlich den Sommer über geschlafen und uns nicht richtig vorbereitet.